Oh, wie fett. So eine Plastikkiste aus der Vault. Ich werde jetzt nicht schmulen, aber ich hoffe, dass wir den auch als Season-Belohnung freischalten können. Okay, er ist fertig. Ich habe schon Sorgen gehabt, dass unser Tisch hier besetzt ist. Nein, du bist nicht beschäftigt. Ach, come on. Okay. Schrott, Aluminium, den ganzen Batzen. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Oh, Mikroskop. Nimm wir mit, Mann. Nimm wir mit. Dankeschön. So, Herstellungsloadout. Meisterwissenschaftler 2. Das ist hier unten. 2 Sterne. Ist gesetzt. Ist gesetzt. Alien Desintegrator, wir kommen. Wir kreuzen die Finger und drücken die Daumen. Einmal bitte. Fürs Erste. Super duper. Jetzt gerade nicht. Und jetzt ausrollen. Zack. 3 Sterne. Floppdiwop. Schaden gegen Tiere. Pff, genau. Alien Desintegrator. Stufe 50. Mit super duper. Genau so wollen wir das. 3 Sterne. Oh, Anti-Rüstung. Anti-Rüstung. Körperteilschaden und geht 50% langsamer kaputt. Das könnte ganz lustig sein. So als Assault Rifle. Just for fun, mal so zum Ausprobieren. Aha. Aber wir haben ja noch einen Alien-Desintegrator über. Diesen hier. Können wir ja gleich testen gehen. Eins nach dem anderen. Floppdiwop. Oh, das Gourmets. Aber bringt nicht mehr, ne? Nein, Gourmet bestimmt nicht. Und ich sehe hier gerade, uns fehlen noch 2 Modifikationen. Ich glaube, die hätten wir nur beim Event freischalten können. Ist natürlich doof gelaufen. Einmal bitte hier Anti-Rüstung Alien Desintegrator öffnen. Was können wir hier anbringen? Hochleistungsverschluss. Ist aber langsam schießen, ne? Ich hätte schon gern den Automatikverschluss. 26 Schaden. Ja, aber ich gehe da ganz gerne gefühlt an die Sache. Wenn wir mit diesem Gewehr gegen die Standardgegner, also die, ich sag mal, die durchschnittlichen Gegner zurechtkommen, können wir die eine Weile lang mal fahren. Ne? Wir müssen nicht immer hardcore auf Effektivität trimmen, weil es ist nicht wirklich notwendig. Wir kommen ja ganz gut zurecht. Mündungsbremse haben wir gerade nicht. Und auch kein weiteres anderes Aussehen. Naja, können wir doch mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Aber erst wollen wir die anderen verkaufen. Zack. Alien-Desintegrator, Anti-Rüstung. Kann weg. Kann weg. Nein! Wir haben nicht genug Scheine. Das war's dann mit Rollen für heute. Ach so, die Scheine sind auch noch von der Aufnahme genau im Keller, im Eimer. Weg. Weil das noch nicht durchgelaufen ist. Erst in 4 Stunden. Naja, gut. Dann lege ich das Teilchen erstmal irgendwo hin. In den Verkauf geht nicht, ne? Nee, leider nicht. Die muss man sich selber erspielen. Dann kommst du erstmal in die Kiste. Wir legen mal... Nee, komm. Wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, hier müssen wir einfach nur die Automatikkarten legen. Wir nehmen sie mal in die Hand. Die Waffe, zack. 26 Schaden. Wir sind blutig. Wir wechseln ins Kloparina Loadout. Und machen jetzt 73 Schaden. Mit einer Feuerrate von 75. Aber Energieschaden, die eine Rüstung durchdringt. Ist doch schon mal nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Jetzt noch Hochspannungshefeweizen drauf. Und so weiter und so fort. Aber für das Monster von Grafton braucht man, glaube ich, kein Hochspannungshefeweizen. Einmal bitte ganz kurz den Alien Desintegrator auf die 3 für den Testdurchlauf. Wir wollen schon ernst meinen. Solange legen wir Kloparina weg. In die Kiste. Haben hoffentlich genug Tragekapazitäten, um zu rennen. Ja, sieht gut aus. Da ist das Schätzchen. Schöne Nachladeanimation. Generell sieht das Teil sehr hübsch aus. Klickerdi-klick-klick. Oh, das sieht auch gut aus. Sehr stylisch.
Oh, wir sind fast gestorben im Wasser. Wir müssen uns erstmal ein ganz klein bisschen entschleunigen, bevor wir weiter zum Test gehen können. Au, ging gerade so noch gut. Ein kleines Red Away bitte, in der Hoffnung, dass wir noch blutig bleiben. Ja, auf jeden Fall. Nochmal bitte. Das wird jetzt zu viel sein, aber dafür haben wir ja das vergammelte Essen. Cool. Perfekt, Mensch. Perfekt. Gibt es noch irgendwelche gesonderten Energiewaffenkarten? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, Panzerkiller funktioniert wirklich. Naja, ist ein Gewehr. Ist irgendwo ein Gewehr. Weiß ich nicht. Ob Panzerkiller für Gewehre mit Energiemunition funktionieren? Wir gehen gefühlt an die Sache ran. Hallo, Monster von Grafton, alles klar? Also für mich reicht das jetzt. Ja, wir sollten vielleicht auch mal die andere Munition einpacken. Das ist eine gute Idee. Dankeschön für den Hinweis. Und dann geht's weiter. Können wir ja mal eine Weile lang fahren. Just for fun. Der Variation wegen. Ach so, hier ist übrigens der Spawnpunkt vom wandernden Händler hier in Charleston. Und den kann man eigentlich triggern. Problem ist nur, mein Camp steht ziemlich nah dran, ne? Und ich glaube, dass das verhindert das Spawnen hier von dem Händler ganz gerne mal. Normalerweise müsste man eigentlich, wenn man hier ist und dann eventuell, wenn kein Camp hier ist, müsste man, also wenn man hier den Schnellreisepunkt gewählt hat von der Station Charleston, dann kommt man da hinten die Schienen runter und man müsste dann hier einmal über die Brücke laufen. Bis zu diesem Häuflein hier, diesem hier, dann daran vorbei, wieder zurück. Man betritt hier irgendwie so einen neuen Ladebereich. Das ist so, weiß ich nicht, Technikkram oder so. Und wenn man jetzt hier zurückläuft, spawnt hier bei der Hütte ein random Event. Also kein richtiges Spielevent, sondern hier passiert was, ne? Das sind manchmal Supermutanten. Ich hatte hier auch schon mal, als mein Camp nicht hier stand, da stand ein anderes Camp, so ein bisschen weiter den Berg hoch. Da kam hier ein Bienenschwarm, kam, aber nie der Händler. Aber wenn mein Camp hier steht, funktioniert das in 9 von 10 Fällen überhaupt nicht. Und ich glaube, damit behindere ich dann hier diesen Spawnpunkt, weil ich will nach wie vor ganz gerne immer noch den Jäger-Langmantel mir selbst erspielen. Und das geht natürlich nur, oder ich glaube, in erster Linie bekommt man den nur von diesem reisenden Händler. Aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber so wäre es zumindest eine Möglichkeit, wie man diesen Mantel bekommen kann. So, wo ist denn meine Alien Blaster Munition? Ich war doch richtig hier. Nein, nicht die Verkäufer. Runterscrollen. Alien Blaster Muni. 500 Schuss. Na klar, steck ein. Und 556er. Mal ganz kurz in den Verkauf. Brauchen wir nicht mit uns rumschleppen. Für 1, oder? Ja, ich glaube, die müssen wir für 1 reinsetzen. Zack. Wenn sie jemand haben will, kann er sie haben. Glücksspiel, Glück abholen. Gibt es hier gerade etwas? Ja, oh, die Strahlenschlägerei. Na klar, probieren wir gleich mal den Alien Blaster aus. Oh, läuft schon. Wir sind ideal blutig. Wir sind nicht in unserer Power-Rüstung. Und wir gehen hier erstmal in Sicherheit. Auf jeden Fall Hochspannungshefeweizen. Und Psycho-Buff. Hat er genommen? Ich guck mal ganz kurz nach. Ja. Okay. Gehen wir mal davon aus. Energiewaffen-Wackelpuppe. Oh Gott. Völlig übertrieben. Nuka-Cola Cranberries. Ach ja, stimmt. Unsere ganzen anderen Buffs hier. Ich erinnere mich. Die Convenience-Tour. Einmal bitte runter. Ist fast zu Ende, ne? Ne, ein bisschen haben wir noch. Alles cool. Und Tadosa. Hi. Köpfchen. Hi, 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 hi. Die Stunde der Wahrheit. Funktioniert der Alien-Desintegrator, wie er soll. Wir laufen hier mal ein bisschen rum. Wir wollen ja auch ein paar Gegner abbekommen. Na, hi. Ist ein bisschen langsam, das Teil. Oder kommt mir das nur so vor? Also er setzt das Gewehr sehr langsam an. Übel. Da kommt einer, ne? Oder er.
vorsichtig, nicht, dass wir zu hart verstrahlen. Irgendwie haut das Ding nicht so wirklich rein. Das ist Anti-Rüstung, ne? Vielleicht weiterrollen, bis wir Bloody haben. Dann sieht die Sache vielleicht ganz anders aus. Sind die hier überhaupt? Haben die überhaupt eine Rüstung? Das schränkt natürlich die Effektivität von diesem Alien Desintegrator ein. Dann hat er sein legendärer Buff keine Wirkung über den normalen Schaden hinaus. Hey! Wir hauen sie ja trotzdem weg, aber nicht so geil, wie wir das mit einem Bloody Alien Desintegrator machen würden. Fühlt sich gerade nicht so super an. Also ich bin nicht ganz überzeugt. Aber wie gesagt, wir können ja bei Zeiten eine Bloody-Variante davon mal rollen. Ja, Klopperina ist da auf jeden Fall einiges effektiver. Hi. Und ich meine, wir haben jetzt schon voll, aber sowas von auf Energiewaffen gebufft. Okay. Haut das Loadout wirklich hin? Oder sind das vielleicht andere Karten? Nein, müssten da wirklich die Autogewehrkarten sein. 93, okay. Und wenn wir jetzt mal just for fun auf das Nalvarino Loadout wechseln, 74. Haut schon hin. Aber die Gegner haben keine Rüstung. Deswegen merkt man hier den legendären Buff eher weniger. Abgeschlossen. Und dafür haben wir jetzt eine Energiewaffen-Wackelpuppe benutzt. Naja. Reicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Legendäre Güter. Ach Mensch, und wir haben keine Scheine mehr. Ich dachte wirklich, wir hätten mehr zu verdienen. Das hatte ich ja noch so großkotzig erwähnt gehabt an der Waffenwerkbank. Aber naja, so kann man sich täuschen. Nimm mit. Ja, das Ding werde ich auf jeden Fall erstmal verticken. Das ist jetzt nicht so. The Yellow from the Egg. Da muss noch ein bisschen mehr Wumms bei rauskommen. Des Kammerjägers gegen Meierlöck und Insekten. Genau. Hier drüben vielleicht noch ein bisschen Legendary Loot. Berserkers Kreuzschlüssel. Ah ja, wir können ja in 4 Stunden, ne? Oh, stopp, vorsichtig, genau, wir brauchen noch kaputte Waffen. Jetzt ist es mir passend eingefallen, wobei ihr habt gar keine kaputten Waffen, ne? Wir müssen sowieso erstmal zurück ins Camp. Wir brauchen eine vernünftige Bewaffnung, wenn wir Jagd auf Blutadler machen wollen. Gut, machen wir das. Karte auf. Einmal bitte ganz kurz nach Hause. Die Schadenswerte von dem Ding sind einfach zu niedrig und wenn die Gegner dann keine Panzerung haben und dementsprechend von ihren TP-Punkten darauf skaliert sind, dass sie eine Panzerung haben, dann macht eine Anti-Rüstungswaffe wenig Sinn. Wir kriegen hier nichts mehr los, ne? Doch, ein paar Kleinigkeiten sollten wir losbekommen. Erstmal gucken. Hier gibt's 40, können wir sowieso vergessen. Hier gibt's 10. Weg damit! Ist verdammt schwer und den Kreuzschlüssel. Den Rest müssen wir einlagern. Wahrscheinlich können wir das aber gar nicht einlagern, weil wir voll sind. Ja, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Klopperina, komm mal bitte mit. Und ich glaube, Klopperina verdient auch einen anderen Skin. Den gleichen Skin wie Kloppy, Mensch. Der schreiende Adler. Macht zwar eine komplett andere Waffe aus Klopperina, aber sieht einfach mal so, so gut aus. Was kriegen wir hier noch rein? Einen automatischen Granatwerfer. Nice. Und dich auch noch. Fantastisch. Amazing. Simply amazing. Ach du. War eine schöne Zeit, muss ich sagen. Aber du wiegst verdammte 20. Krieg ich dich ja noch weg? Oder kriegst du noch eine kleine Verschnaufspause? Ach ja, du gehst ja gar nicht erstmal weg. Nicht mit diesem Skin. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Warum kann man das dann bitte nicht spielintern in Scheine wieder umwandeln? Also, verrückt, dieses Fallout 76. Absolut verrückt. Niemand hätte das für möglich gehalten. Damit hat niemand gerechnet. Die meisten fragen sich, warum. 5 Scheine, weg damit. Und dementsprechend natürlich auch die Mini-Atombomben. Wie gesagt, war eine schöne Zeit. Wir hatten ein paar Lacher, aber jetzt ist auch gut. Hier, 10 mm.
Was sucht das in meinem Stash? Nein, 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 nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich hier die Ultrazid-Plasma-Kerne vermengen oder so. Also, als ob die sich vermehren würden. Ich habe doch keine 33 Plasma-Ultrazid-Kerne hergestellt. Ich mache sowas nicht mehr. Wir haben auch selber noch so viel. Es werden immer mehr. Verstehe ich nicht. Oh, verdammt, jetzt habe ich die Pfeile hochgenommen. Konzentration, Leo. Pfeile weg. Mini-Atombombe. Weg damit. Glopperina wieder auf die 3. Wir haben keine 1er-Waffe. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir müssen an die Tragekapazitäten denken. Wir wollen noch Psycho-Waffe herstellen. Oder können wir noch ein bisschen Psycho an sich herstellen? Checken wir das mal eben. Können wir selber Psycho herstellen? Und wenn ja, woraus? Aus Mad-Ex und giftige Rußblume. Verdauter Glimmer. Nee, das ist viel zu spezifisch. Da möchte ich jetzt nicht auf Sammeltour gehen. Ich glaube, wenn man weiß, wo man den Kram kriegt, dann kriegt man den auch sehr schnell. Aber wir haben schon so eine lange Liste bei der Convenience-Tour, Mann. Also, das würde ich gerne überspringen. Stellen wir lieber das hier her. Wunderbar. Boom. Klasse. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? Wie viel Psycho-Buff? 12. Okay, er merkt sich den Hotkey, wenn der Kram wieder drin ist. Schön. Also die Hotkeys, die sind es. Ich glaube, Arena, genau, Munition, tut mir leid, Schätzchen. Entschuldigung, ich habe nicht mitgedacht. Ich bin ein Idiot, Mensch, ne? Kannst du mir doch mal verzeihen? Du bist doch die Allerschönste. Na, geht doch. Wir wollten dir ein neues Skinchen verpassen. Modifizieren und reparieren. Klopperina, aussehen. Und dann natürlich wieder der schreiende Adler. Aber nicht Holz. Aber Holz sieht auch sehr cool aus. Es wäre eine Alternative zu Kloppy. Dann wäre der schreiende Adler ohne Holz Kloppy exklusiv. Aber da ist nun mal ein Adler drauf. Und das sieht sehr cool aus. Aber naja. Ich finde, Kloppy hätte das verdient, auch wenn er jetzt Fun de Klopp heißt. Das ist ein stylisches Makeover. Er will auch mal was anderes sein. Er möchte sich ausprobieren, sich selbst finden. Ja, wir nehmen erstmal den normalen schreienden Adler. Zack. Und Streuner ist zu protzig geworden, finde ich. Aber gut, dass ich jetzt hier gerade stehe. Stimmt, wir müssen ja noch Waffen reparieren. Klopperina, bitte einmal reparieren. X. Nee, was war das X? Die TR-Leertaste. TR-Leertaste. Floppdiwop. 200%. Können wir dich auch noch reparieren? Nein. Aber dich können wir reparieren. Aber sowas von mit Material. Oder einem Reparaturkit. Einem verbesserten Reparaturkit. Denn du bist die edle Tante. Nein, 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 nein. Doch hier, kleiner Flitzer. Auch wenn ich kleiner Flitzer eigentlich aussortieren wollte. Wir haben keine Pistolenkarten. Macht so wenig Sinn. Wiegt zwar nur 2, aber trotzdem. Aber jetzt kommst du uns gerade recht. TR-Leertaste. Floppdiwop, noch 2 Sachen. So schwer ist das jetzt gar nicht. Beziehungsweise so viel. Rüstung. Doch hier. Sehr schön. XT. Leertaste. Hier hätten wir auch wieder 2 benutzen können, glaube ich. Ein kleines und dann ein großes. Schande. Aber die eine Waffe, die finden wir schon noch. Ja, ich glaube schon, ne? Mach's gut, ne, mein Freund. Ein bisschen Leid entstrahlen. Und nun Blutadler. Wobei, Einsturzgefahr. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ist da schon einer? Aber nur einer, ne? Finde ich gut. Wir kriegen das hin. An das gesamte Personal. Hier sieht's aus wie Sau. Hey, ich bin gleich wieder rausgeflogen. Ist zu Ende gewesen? Kann ich mir nicht vorstellen. Hä? Tatsächlich, wir sind direkt rausgeflogen. Oh, und hier sind Gegner. Eine Sekunde. Hey! Sag hallo zu Klopperina aus Holz. Der schreiende Adler. Retro Vintage. Der schreiende Vintage Adler. Wir sind rausgeflogen, keine Ahnung. Ich glaube, wir können aber einfach wieder reingehen. Dann machen wir das. Los! Na, lässt du uns diesmal drinnen? Dankeschön. Sind meine Essensbuffs noch aktiv? Ja. 18 Minuten Minimum aus der Cranberry-Soße.
Hält ja ein gutes Stückchen länger. Na, Grubenmauer hier vielleicht. Sieht gut aus. Hier hätte man auch noch ein bisschen Blei mitnehmen können. Nicht vergessen, wir haben noch im Rucksack Blei. Aber ich glaube, das Bleierz verträgt gerade unser Stash nicht. Wir gucken beim nächsten Mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Hallo! Blutiger Angriff!